Hallo zusammen. So, Sonntagabend. Willkommen zur Teelänge. Dieses Mal wird es ein, da es 32 Grad draußen ist und da muss ich keinen warmen Tee trinken. Es ist warm genug. Ich trinke ein kühles, alkoholfreies Bier. Ja, ich hoffe, ihr habt auch irgendwie was Kühles dabei. Genießt den Abend und ja, ich wollte so ein bisschen was über Science Fiction erzählen, da ich ja halt auch Science Fiction schreibe, zumindest 5 Bücher geschrieben habe, ein paar Kurzgeschichten. Ja, und mir ist so ein bisschen ein Thema aufgefallen, so ein bisschen so Science Fiction und wie verärgere ich meine Fans? so ein bisschen provokant, also heute wird es nicht ganz beernst. Ich habe zwar Bier, aber es wird nicht beernst. Ja, ich habe mir so überlegt, halt, was hilft so meinem Kanal so ein bisschen weiter, was hilft mir als Autor ein bisschen weiter halt beim Schreiben weiter. Ne, das sind natürlich so die Standarddinge halt wie ein Schreibfenster, man kann Schreibrituale machen, also im Prinzip, was natürlich meine Teelänge ist. Also im Prinzip, man sagt, okay, ich mache ein Ritual, das mich einfach ins Schreiben hinüberbeleitet. Im Prinzip Schreibtisch leer putzen, einen Tee kochen oder alternativ Getränk zum Tee. Das hat immer so ein, das Schöne am Tee ist, es dauert einfach ein paar Minuten, bis der fertig ist. Und deswegen, man kann runterkommen, man kann sich darauf vorbereiten und ja, hat so ein Ritual gemacht und ist dann in der neuen Situation drin. Also Routine, sehr wichtig, extrem wichtig beim Schreiben. Da muss ich mich auch an der eigenen Nase packen, das muss ich wieder so ein bisschen versuchen reinzukommen. Ja, also ich habe so ein bisschen meine Arbeitsweise hat sich ein bisschen geändert, da ich einen neuen Job, also längere Zeit einen neuen Job habe. Da ändern sich die Zeiten ein bisschen. Ich versuche jetzt morgens zu schreiben, weil ich muss sagen, ich bin kein Morgenmensch. Ich schreibe lieber abends mit offenem Ende. Das kommt mir näher. Ja, was gibt es sonst noch so? Was motiviert einen zum Schreiben halt? Ne? Bei mir ist es immer so ja, natürlich Geld, Ruhm, Reichtum. ja, ich hatte mal Spaß, habe auf meinem ersten Schreiblehrgang bei Wolfenbüttel halt zu Uwe Anton gesagt, ja du, ich dachte, ich schreibe jetzt ein Buch und bin berühmt. Und dann meinte Uwe Anton, du, ich mache das 30 Jahre, ich bin immer noch nicht berühmt. Also ja, man muss es halt irgendwie Motivation rausziehen, halt im Prinzip aus sich selbst heraus. Man sagt, okay, ich möchte jetzt eine Geschichte erzählen, die Geschichte muss raus, die muss raus. Ja gut, man kann natürlich auch sagen, der Leser motiviert mich, wenn jemand fragt, du, wie geht's weiter, wie ist die Geschichte? Ist natürlich ein Wunschtraum, dass es so viele Leute gibt, die fragen, komm, wie geht's weiter? Ja. Und natürlich die Peer-Gruppe, das heißt, man hat vielleicht einen Bekanntenkreis, da sind viele Schriftsteller drin. Gut, untereinander, man kennt sich mittlerweile, man kennt zumindest ein paar Schriftsteller. Man tauscht sich aus und das kann natürlich auch motivieren. Genau, ja, und dann ist auch die Frage halt, will das einer lesen? Das ist halt so ein bisschen so die Zielgruppe, das Selbstbild. Also die wenigsten Autoren können definitiv vom Schreiben leben, also zumindest im Science-Fiction-Bereich, das sind. Wenn es eine Handvoll ist, ja, müsste es sein, Handvoll, zwei Handvoll, dann hört es aber auch schon auf. Der Rest macht es halt nebenberuflich und steuert dann im Endeffekt halt, kann da definitiv nicht wohl leben und buttert vielleicht sogar noch Geld mit rein. Auch vor allem am Anfang halt, wenn einen keiner kennt, es gibt sehr viele gute Science-Fiction-Autoren, auch in Deutschland und in Deutschland. Gut, der Markt ist hart umkämpft. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, die sowas lesen. Es gibt natürlich, jeder kann versuchen, seine Nische zu finden. Das ist, glaube ich, so der Trick der Geschichte ist, ne? Dass man wirklich sagt, eine Nische, man hat zum Beispiel halt Military SF. Gut, so Dirk van den Boom ist dann immer natürlich mit vorne dabei. Oder man hat so ein bisschen so die Andreas Eschbach-Geschichte. Das ist natürlich dann relativ bodenständig, sagen wir es mal so, relativ nah dran, relativ near future. Das ist so die Andreas Eschbach Schiene halt. Also er hat natürlich sein eigenes Stil, er hat seinen eigenen Fankreis aufgebaut oder halt, es gibt die dicken Schinken, das ist dann der Schätzing oder halt, ja, Robert Corvus ja, ist so ein bisschen, macht deutlich mehr Fantasy als Science Fiction, aber hat schon auch wirklich ein paar tolle Science Fiction Romane geschrieben. Bin ich auch immer gerne oder halt natürlich halt die deutsche Kleinverlagsszene, nennen wir sie einfach mal so. Da gibt es auch ganz viele tolle Namen. Gut, ich zähle mal ein paar auf. Ich hoffe, es sollte sich keiner vergessen. Halt, Michael Iwuleit, Uwe Post, Uwe Herrmann, Thorsten Küper und noch viele, viele andere. Ich habe ein ganz fürchterliches Namensgedächtnis. Verzeiht mir, wenn ich nicht hier alle aufzähle. Da sitze ich morgen früh hier noch. ja,
Ja, man muss sich natürlich mal fragen als Autor, was ist jetzt so meine Nische, mein Unique Selling Point, heißt das immer so im Sprach. Also ich finde es, ja, also ich bin kein Marketing-Mensch. Also ich erzähle lieber gute Geschichten und habe natürlich auch so meine Nische. Also SF, ich komme natürlich so, ich habe viel SF. Ich bin nicht mit Perry Rhodan angefangen, sondern also mit Mark Brandes. Das war aber so die Einstiegsdroge. Dann habe ich viel mich so durch die Stadtbücherei gelesen halt und das war wirklich alles so querbeet. Viele amerikanische Kurzgeschichten fand ich super toll. Ende 50er, Anfang 60er Jahre ist so meine Lieblingsepoche der amerikanischen Geschichte. Das ist so, ich glaube, die Golden Age, also Silver Age, glaube ich. Golden Age waren, glaube ich, die 30er. Ja. Wüstenplanet natürlich, der Klassiker. Ja, und irgendwann kam natürlich auch Perry Rhodan dazu halt, was immer so angefangen ist. Ja, Perioden ist natürlich immer so ein schwieriges Thema, aber im Prinzip ist es halt so, glaube ich, das schwarze Loch der deutschen Science Fiction, allein durch ihre Masse halt. Einfach allein die Anzahl der einzelnen Romane, da sind wir, glaube ich, bei 5000, wenn man alles zusammenrechnet, wirklich 5000 Romane, allein nur Perioden, mit allen natürlich Hauptserie, also Erstauflage, Neo-Planetenromane, Atlan, da gibt es auch 850 von und das ist einfach riesig, allein schon von der Anzahl her. Und dann natürlich noch von der Anzahl der verkauften Ausgaben. Ich glaube, Perry Rhodan verkauft in jeder Woche mehr als die deutsche Science Fiction, die andere deutsche Science Fiction im Jahr zusammen. Das sind einfach ganz andere Dimensionen halt. Ne? Das ist dann, ja, ist eine ganz andere Hausnummer. Genau. Ja, was gefällt mir so? Ja, ich mag Sense of Wonder, also im Prinzip so dieses Staunen mit dabei, einfach so tolle Ideen. Technik mag ich sehr gerne, also wirklich halt. Ist vielleicht auch so ein Überbleibsel halt der amerikanischen Science Fiction, späte 50er, Anfang 60er. Es war noch sehr technologiefreundlich. Es war auch immer eine technische Lösung möglich. Erstmal einfach im Prinzip dadurch, dass man halt Dinge analysiert und was baut, was entwickelt, was einem dann weiterhilft. Ne? Das fand ich immer eine schöne, tolle Gegend. Hat mir auch ein bisschen, also ich habe halt Maschinenbau studiert, war natürlich auch so ein bisschen Richtung Berufswunsch. Ich bin dann nachher in die IT-Ecke gegangen. Damals war es halt so, passend, dass natürlich halt 2000 wurde natürlich auch EDV-Leute gesucht, in Röhrnöcher. Bin halt in die IV. Über die Finite-Elemente, Bauteilberechnung halt in die Unix-Ecke. Linux ist so mein Steckenpferd natürlich auch. Ja, Gesellschaft, Dune, war wirklich so ein Augenöffner halt im Prinzip. Science Fiction hat natürlich auch viele Elemente halt einfach der Gesellschaftswissenschaften, also im Prinzip halt. Zum Beispiel, man nimmt an, was passiert jetzt halt, wenn so viele im utopischen Bereich, einfach im dystopischen Bereich, was passiert, wir möchten eine bessere Gesellschaft schaffen. Wir führen bestimmte Dinge ein, die halt Menschen dazu zwingen, gut zu sein. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Klassiker ist immer, die Utopie, die nicht funktioniert, ist eine Dystopie. Also wie man jetzt hier zum Beispiel 1984 nimmt. Das heißt, es wird quasi über Manipulation halt der Sprache, der Nachrichten, Neusprech, also wirklich Umformulierung der Sprache, Umdeutung von Begriffen, was man so landläufig heutzutage als Fake News kennt. Da ist 1984 das Paradebeispiel vor. Ich glaube, aktuell, es ist aktueller denn je. Die armen Leute in Russland, ich glaube, ist die Frage, da wirklich durchzusteigen durch so einen eingefahrenen Mechanismus, der schon das seit Jahrzehnten macht, ist extrem schwierig. Ja, gleichgeschaltete Medien, da hat man, ja, ist schwierig. Gut, in Deutschland gab es das auch mal. Ja, schwieriges Ding. Ja, kein gutes Beispiel, wie man es machen sollte. Gut, Utopie ist immer schwierig. Es gibt natürlich ein paar Versuche, halt dann irgendwie utopische Elemente reinzubringen, aber es scheitert meistens auch am Mensch und es gibt immer jemanden, der versucht, dieses System auszutricksen, zu pervertieren, es für sich selber aus, für seine eigenen Zwecke auszunutzen und halt und dann die Gesellschaft als Ganzes dann drunter leiden zu lassen. Nicht als Primärziel, aber einfach halt nur um. Das ist halt die Agglomeration von Macht. Ist da wahrscheinlich die Gefahr. Ja. Genau. Gesellschaft, also im Prinzip Dune,
War natürlich da sehr interessant. Das ist also eine sehr komplexe Gesellschaft. Das ist eine feudalistische Gesellschaft. In ferner Zukunft spielend, was natürlich auch dann bei mir so ein bisschen, ja, einfach einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Einfach dadurch, dass man sieht, der Far Future hat halt den schönen Vorteil, dass man im Prinzip, je weiter man in die Zukunft kommt, desto mehr Zeit hat man, um sich Dinge entwickeln zu lassen. Die Dinge können sich auch so entwickeln, dass sie nicht mehr wiedererkennbar sind. Und die Gefahr natürlich bei Near Future ist, es kann sein, dass sich Sachen schnell überholen. Also man guckt halt, die Science Fiction der 50er Jahre spielt im Jahr 2000, da sind wir 20 Jahre drüber. Und es sieht ganz anders aus. Also das ist immer so die Gefahr, dass sich Science Fiction überholt, wenn man ist zu nah. Das ist, glaube ich, auch so ein amerikanisches Problem wahrscheinlich halt, dass die sind alle, die von der Zeit her relativ nah dran. Da werden europäische Geschichte so ein bisschen weiter vom großen Maßstab her gesehen. Ja, höhere Mächte ist ein Perioden-Ding, hat aber auch was mit Mythen zu tun. Ich mag sagen, also zum Beispiel die griechischen, die germanischen sagen, ist ein spannendes Thema. Ja, interessiert mich immer noch. Es heißt jetzt nicht natürlich, dass ich dann in dieser Welt leben möchte oder mittelalterliche sagen. Ja, es hat sich so aus einer historischen Vorfahrenwelt übertragen, übermittelt und ja, Fantasy ist nicht mein Hauptsteckenpferd, aber ab und zu lese ich es doch mal ganz gerne. Hat auch ein paar spannende Elemente drin. Es gibt ein Buch, das hatte ich mal als abschreckendes Beispiel hier in meinem Regal gezeigt. Ja. Erich von Däniken, Wir sind alle Kinder der Götter. Das ist das einzige Buch, was ich schon habe. Das Einzige, was mich wirklich daran stört, ist, dass da nicht Science Fiction draufsteht. Und dass das so getan wird, als ob es wirklich eine Tatsache wäre. Ja, da es würde deutlich seriöser werden wirken, wenn man einfach Science Fiction draufschreiben würde. Ja, ist grenzwertig, meiner Meinung nach. Ist natürlich nur meine private Meinung. Man kann das mögen oder nicht mögen. Ja. No. Ja, Dune ist immer noch ein tolles Beispiel, habe ich noch auf meinem Zettel hier stehen. Es geht um Gesellschaft, es geht halt um Religion, Philosophie, Ethik. Da gibt es wirklich tolle Beispiele halt. Auch so Dinge wie die Bene Gesserit oder die Gilde, die Bene Thylax, also die Thylax, natürlich dann auch extrem grenzwertige Dinge tun halt. Die Bene Gesserit mit ihrem Zuchtprogramm, die Thylax gehen noch viel, viel weiter, Genmanipulationen. Ja, dagegen sind die Harkonnen-Waisenknabe. Die Gilde mutiert auch die Leute halt. Ne? Das ist so dann wirklich auch so ein bisschen so ein Thema menschliche Transformation halt. Das auch dieses, ja, ich glaube, das hat auch so ein bisschen so Transhumanismus losgetreten. So diese Idee der Transzendenz, der technologischen Singularität. So Werner Winch ist auch einer meiner Lieblingsautoren. Sein bestes Werk ist, glaube ich, halt Ein Feuer auf der Tiefe. Das beschreibt halt eine Galaxie, die halt in verschiedene Zonen der technischen Möglichkeit unterteilt ist. Und super spannendes Konzept hatte ich so auch noch nicht gelesen vorher. Aber hat einfach so ein schönes Element, einfach halt, dass halt bestimmte Dinge nur in bestimmten Zonen möglich sind. Was natürlich auch toll erklärt, zum Beispiel, warum wir halt hier einfach halt die Physik haben, die wir haben. Also im Prinzip ist es stimmig als Modell. Das heißt, in der Zone in der Galaxie, wo wir uns gerade aufhalten, im Sonnensystem, ist halt nur normale unterlichtschnelle Raumfahrt möglich. Es kann nicht schneller als das Licht reisen. Und der Roman postuliert einfach im Prinzip, dass man je weiter nach außen kommt, desto mehr technisch möglich ist. Es gibt dann irgendwann auch mal, wenn man die langsame Zone verlassen hat, dann einfach die überlichtschnelle Raumfahrt und danach das Transzens, wo dann quasi Superintelligenzen möglich sind, also technologische Superintelligenzen. Ja, selbst intelligente Programme, Computer, die intelligent werden und dann so groß und mächtig werden, dass sie halt einfach normale Zivilisationen unter sich zerquetschen würden. Ja, spannendes Ding. Gibt es auch ähnlich in der Fantasy. Ich glaube, der arme Bernard Henn hat da mal, glaube ich, von seinen Fans wirklich Schelte bekommen, weil er im Prinzip sowas Ähnliches in einen seinen Elfenroman eingebaut hat. Im Prinzip, das ist natürlich über weite Strecken wirklich Fantasy, aber es gibt ein Element, das so einen Touch von Science Fiction hat. Ist im Prinzip, es kommt nachher eine Gesellschaft, also die Leute kämpfen halt mit Schwertern gegeneinander und die Elfen können halt auch Menschen heilen mit ihren magischen Kräften. Und also der Hauptprotagonist, also
Wer gespoilert werden will, das Ding ist überall, also ist schon ein paar Jahre auch so im Prinzip. Ein Protagonist wird halt erschossen mit einer Pistole und diese Pistole verschießt Blei. Also ganz klassisch Bleiprojektile. Und das verhindert halt im Prinzip, da das ein unedles, unreines Metall ist, dass die Elfen diesen armen Menschen heilen können. Also fast schon Science Fiction. Erklärt natürlich auch, warum im Prinzip mit Aufkommen der Feuerwaffen alle Elfen dann verschwinden, weil sie natürlich dann keinen Schutz mehr haben und sie nicht heilen können. Und ja, also fand ich sehr super tolles Element. Ich glaube, er hat dafür ziemlich Schelte von seinen Hardcore-Fantasy-Lesern bekommen. Aber ich fand es ein super tolles Element, hat mir super cool gefallen. Ja, das erklärt vielleicht so ein bisschen so meinen Background, meine Idee, was mir so gefällt, was mich interessiert. Genau. Genau, ich habe mir noch einen zweiten Zettel, den zeige ich jetzt nicht. Ja, das ist meine Teelänge, also ich habe eigentlich mit dem Wecker gestellt, damit ich das nicht vergesse oder einschlafe und dann wieder aufstehe. Genau, also den Zettel haben wir. Einer meiner Spickzettel, ich halte mal die Kamera. Genau. So, was haben wir noch Schönes? Ich habe noch halt so die Idee, was bringt natürlich mein YouTube-Kanal weiter halt, ne? Das ist natürlich dann auch so. Oder halt mich als Autor weiter. Das ist natürlich halt so die Idee halt, wie verkaufe ich Bücher? Gut, ich kann sagen, es gibt sie und kann natürlich versuchen, euch dafür zu interessieren. Ja, da habe ich mir auch überlegt, so halt Bücher, wie verkaufen sich Bücher? Also im Prinzip, Bücher verkaufen sich über den Autor. Man kennt den Autor, man mag ihn, man mag, was er schreibt natürlich. Ja, man weiß, er schreibt gut oder schreibt das, was mich interessiert und ja, ist dann schon mal immer ein Grund, das zu kaufen. Bücher verkaufen sich über den Typ der Geschichte, also das Genre bzw. das Subgenre. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich mag Militaries öfter, ist vielleicht so ein Dirk van den Boom vorne mit dabei. Ich mag Kurzgeschichten, Uwe Post. Ich mag so steampunkig mit so ein bisschen, ja, gibt es auch Anjabagus, wobei ich sehe mal Leute streiten, ob Steampunk jetzt wirklich noch Science Fiction ist. Also ich glaube, es ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das Science Fiction ist so ein bisschen Jules Verne-mäßig, allerdings halt natürlich dann 150 Jahre zu spät. Hat natürlich ein sehr nostalgisches, sehr lapiges Element mit dabei, sagen wir es mal so. Ja, kann auch Spaß machen. Natürlich. Thorsten Köper hat immer so ein bisschen humoristisch bissige Kurzgeschichten, mag ich auch ganz gerne. Und Bücher verkauft sich natürlich über gute Geschichten. Wobei natürlich meiner Meinung nach einfach so das Thema, die Art der Geschichte. Ich glaube, es ist wichtig, dass man als Autor einfach für eine bestimmte Art von Science-Fiction-Geschichte steht, dass man halt jemand, der das interessiert, der weiß, okay, der Autor schreibt das, was mir gefällt oder was mir nicht gefällt, dass man das so ungefähr einsortieren kann halt. Ne? Das, genau. Und die Frage ist, was will der Leser? Ich denke, er will Dinge, von denen weiß es, dass er sie gut sind, dass sie gut sind, dass sie ihm bekannt ist, dass sie ihm gefallen. Oder jedenfalls gibt es natürlich die Möglichkeit, dass jeder mal was anderes möchte. Allerdings glaube ich, sucht er sich das dann selber aus und das sollte der Autor nicht vorgeben. Und ich glaube, man sollte wirklich bei seinen Sachen bleiben und der Art, wie man Geschichten schreibt. Ob es jetzt ankommt oder nicht, man muss natürlich selber dazu stehen können und gut, wie gesagt, es ist halt wichtig, glaube ich, seine eigene Nische zu finden. Meine sind, glaube ich, wirklich Far Future mit mythischen Elementen drin. Mit einem Fantasy ist jetzt. Nee, also es hat Fantasy-Elemente drin. Es erinnert an Fantasy, ist aber keine reine Fantasy. Genau. Er ist immer so darauf, dass die Gefahr halt, ich glaube, ich hätte es im vorigen Take mal genommen, der ist jetzt natürlich weg. Also Crossover verärgern Puristen. Wenn man natürlich jetzt den Wikipedia-Artikel durch. Liest, Überschneidung mit anderen Genres, also da steht ganz klipp und klar drin, Science Fiction ist kein puristisches Genre, sondern das sich anderen verschließt, sondern einfach, es ist im Gegenteil ein sehr offenes Genre, man kann alles reinbauen, man kann Krimis einbauen. Ich hatte vorhin dem Beispiel halt, es gibt einen tollen Krimi von Kai Hirt im Peri-Rodan-Umfeld, es gibt einen Agenten-Thriller, auch sehr toll geschrieben, auch im Peri-Rodan-Umfeld. Ja, was gibt es noch so? Es gibt einen Horrorroman, also bei Horror muss ich sagen, bin ich raus. Mag ich überhaupt nicht. Da gab es mal einen Horrorroman von, oder mehrere Horrorromane halt, auch im Perioden-Umfeld. Oder Alien, ganz bekanntes Beispiel. Oder hier Event Horizon arbeitet sehr stark mit Horrorelementen. Resident Evil ist sehr horrorlastig. Wobei muss ich sagen, Resident Evil, da rettet die Hauptdarstellerin definitiv für mich raus.
Da bin ich noch dabei, Zombies sind okay. Ja. Ist natürlich dann auch eine biologische Verseuchung. Ist erklärbar oder hat natürlich so Horrorelemente. Wobei natürlich, wenn man sich halt Dinge wirklich kann auch ganz normales wirklich Horrorelemente entwickeln. Es kann Technologie, kann Horrorelemente entwickeln. So Geschichten wie Grey Goo, also im Prinzip Amok laufende Nano-Assembler, die alles auffressen, ist auch ein sehr, sehr starkes Horrorelement mit dabei. Oder wenn Technologien, wenn Roboter Menschen töten oder ja, hat immer Elemente von anderen mit da drin. Ist die Frage, wie stark es, wie gewichtet es ist und ob natürlich halt der Hauptfokus natürlich noch auf eine Art von Wissenschaftlichkeit, Erklärbarkeit liegt. Genau. Also, Oberkurs hat man gesagt, Crossover verärgern Puristen. Also, man hat immer nicht nicht beide Teilmengen, nicht beide komplette Fangruppen beider Teilgebiete, sondern einfach nur die Schnittmenge von Leuten, die beide Genres mögen. Ja. Also ich mag Science Fiction, mag aber auch so Mythen, ich mag auch so Gesellschaftsentwicklung, einfach dadurch, dass ich Richtung Far Future gerne gehe. Mein Kern ist allerdings Science Fiction, da bestehe ich drauf. Da hatte ich mir ein ganz witziges Thema, also im Prinzip, was natürlich auch passiert ist, dass zum Beispiel jemand ein Buch auflegt und denkt sich, okay, fängt jetzt nicht wie ein Science Fiction Roman an. Muss ich sagen, da bin ich schuldig. Vor allem beim ersten, es gibt noch so eine mythische Vorgeschichte, die einfach nochmal weit, weit, weit in der Vergangenheit erzählt. Und sie erzählt eine mythische Vorgeschichte nicht von Menschen, sondern von Aliens, was ich natürlich nicht klar reingeschrieben habe. Also meine Asche auf mein Haupt, ich muss das nochmal sagen. Ich habe nicht gesagt, dass es Aliens waren, aber es sind Aliens. Sieht so ein bisschen mit Humor. Also ich glaube, das Bild, das passt so perfekt in dieser Situation im Hünenweltexil kommt auf Seite 1, also auf der ersten Seite, auch gleich ein Zwerg drin vor. Es gibt Leute, die klappen sofort, sobald sie das Wort Zwerg lesen, gleich das Buch wieder zu und links an die Ecke sagen, nicht meins, ist Fantasy. Wobei es, denke ich, ganz klar Science Fiction ist. Im Prinzip, ich habe es mal gestern auf dem Steampunk Festival so erklärt. Diese Person ist ein Außerirdischer und zwar aus einer Situation, die so weit fortgeschritten ist, dass sie quasi nicht mehr selbst vor Ort gehen kann, sondern sie lebt quasi in einer Post-Singularitäts-Zivilisation, kann aber quasi Avatare entsenden, halt durch Raum und Zeit sogar. Das heißt, es kommt ein Schatten, also nicht die Person selbst, nicht das Ding selbst, sondern ein Abbild dieses Dings und ja. Er versucht natürlich mit den Wesen, mit denen er kommunizieren will, sich halt so anzugleichen und wählt hat ein Bild aus der Vorstellungswelt der Menschen, die seinem Wesen am nächsten entspricht. Und das ist dieses Mal halt unser mystischer Zwerg. So kommt der Zwerg zustande. Ist ein Alien. Also nochmal dran denken. Alien. Ich sage es zwar nicht immer explizit und nicht so ausführlich, wie ich eigentlich müsste wahrscheinlich an der Stelle. Es sind aber Aliens. Okay. Ja, ist so ein bisschen humoristisch gemeint. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Genau. Ja, damit bin ich, glaube ich, durch meine Zettellandschaft durch. Gut. Ja, Elemente halt, was ist Science Fiction? Also im Prinzip, meiner Meinung nach ist ein Roman Science Fiction oder ein Film Science Fiction, wenn Science Fiction Elemente drin vorkommen. Also das ist halt immer im Prinzip halt Elemente, so nach Wikipedia. Zeitreisen, wobei natürlich Zeitreisen auch nicht wissenschaftlich erklärbar sind. Also das ist halt ein Gedankenexperiment. Also ganz streng genommen unternehmen wir eine permanente Zeitreise und zwar wir reisen mit genau einer Sekunde pro Sekunde in die Zukunft. Da können wir aber eigentlich nichts dran machen. Wir können es ein bisschen verlangsamen, ein bisschen beschleunigen, einfach durch also Geschwindigkeit, also nach der speziellen Einsteinschen Relativitätstheorie. Große Gravitationsfelder verlangsamen die Zeit, große Geschwindigkeiten, also wirklich Richtung Lichtgeschwindigkeit verlangsamen die Zeit. Ja, das ist aber wirklich rein hypothetisch. Also man kann es feststellen, also es sind wirklich Bruchteile von Bruchteilen, die sich die Zeit da langsamer oder schneller läuft. Das kann man das ist übrigens, also funktioniert GPS. Ja, ist in ganz, ganz extremen Maßen wissenschaftlich da, aber wirklich die Zeitreisen an sich ist ein reines Gedankenexperiment. Ja, künstliche Intelligenzen, haben wir etwas realistischeres Thema.
Gut, die wirkliche künstliche Intelligenz haben wir noch nicht geschaffen, aber im Prinzip ist ein bekanntes Element halt, ne, dass wirklich intelligente Computer entweder helfen oder auch nicht helfen. Genau, das gleiche wie mit Roboter und Humanoide. Es gibt Roboter, also natürlich die mittlerweile schon recht weit fortgeschritten natürlich halt. Man denkt an die Fertigungsstraßen, da sitzen Schweißroboter oder halt Boston Dynamics halt, wenn man da Leute mit Roboter mit, man sieht sie rumhüpfen, rumspringen, ja, also schon recht weit fortgeschritten. Raumfahrt, wir haben unser schon eine ganze Menge Sonden und Raumfahrzeuge ins All geschickt. Die sind noch nicht wirklich weit gekommen. Ich glaube, die sind noch im weiteren Umfeld des Sonnensystems, der Oortschen Wolke. Nee, Voyager hat es, glaube ich, sogar schon verlassen, genau. Aber dann der Rest fliegt halt hier noch rum. Also bis wir da wirklich den nächsten Stern erreichen, das dauert noch eine ganze Weile. Außerirdische. Gut, da gibt es ja diese berühmt-berüchtigte Drake-Gleichung. Das ist zum Beispiel einfach ein Gedankenexperiment, einfach Statistik, wenn man übernimmt, wie wahrscheinlich ist es jetzt zum Beispiel, dass halt Menschen auf der Erde entstanden sind. Wie wahrscheinlich ist das, wenn man sagt, okay, wir haben da einen bestimmten Faktor, es müssen halt bestimmte Bedingungen erzeugt da sein. Man kann sagen, okay, dann wird es immer unwahrscheinlicher. Allerdings, je mehr man würfelt, desto häufiger passiert das. Wenn man jetzt zum Beispiel übernimmt, die Galaxis hat zum Beispiel jetzt 100 Millionen, Milliarden Sterne. Das kann durchaus nochmal passieren, dass es noch ein zweites oder ein drittes oder viertes oder fünftes Mal passiert. Kann passieren, es kann aber sein, dass es nur einmal passiert ist. Und es kann natürlich auch sein, dass halt in der Nachbargalaxis da mehrere sind und das Universum ist bestimmt voll von Leben irgendwo, irgendwie. Die Frage ist halt, können wir es erkennen? Sind sie friedlich? Sind sie nicht friedlich? Und die Frage ist immer, wie weit sind sie weg? Das ist natürlich das Fermi-Paradoxon. Also im Prinzip regelt, warum sind noch keine Aliens da? Ja, gut. Es geht um Riesendistanzen, es geht um Riesenzeiträume. Wenn die jetzt ein paar Millionen Jahre früher oder später entstehen, werden wir sie nie sehen. Wahrscheinlich haben wir uns es echt geschafft, uns vorher auszurotten. Oder einfach, man überlegt sich auch, ich fliege jetzt keine 10.000 Lichtjahre irgendwo hin, um dann irgendwelche Trottel zu treffen, von denen man noch nicht weiß, dass sie überhaupt da sind. Wenn man überlegt halt, in welchem Radius können Außerirdische uns bemerken, wenn man überlegt jetzt irgendwie Radiosignale, gibt es seit 150 Jahren, sind ein Radius von 150 Lichtjahren. Wenn die jetzt 1000 Lichtjahre weg sind, keine Chance. Genau. Nächstes Thema, uns wir natürlich vorher nicht selber auslöschen. Atomkrieg, Dystopie ist natürlich immer so das Apokalyptische, das Postapokalyptische. Ja, postapokalyptisch finde ich eigentlich mal auch ein ganz spannendes Thema. Ist einfach natürlich so dieses Far-Future-Element, dass sich einfach eine Gesellschaft komplett entwickelt, anders wird. Mag ich auch ganz gerne. Ja, Naturkatastrophen, Weltuntergang, gibt es alle Möglichkeiten. Naturgemachte Katastrophen anstatt Menschen. Gemachte Katastrophen. Ja, was gibt es noch hier? Wikipedia. Gedanken lesen. Ja, ist so ein bisschen das. Ja, das kann man fast noch so ein bisschen durch Simulation mit neuronalen Netzen vielleicht so ein bisschen begreifen, sonst driftet das natürlich immer so Richtung Psi ab. Das ist dann immer, ja, das ist vielleicht auch sowas, was dann wieder Richtung Fantasy geht, halt so Psi-Geisteskräfte. Ja, ist meiner Meinung nach, das geht schon ganz stark Richtung Fantasy, also die ganzen Mutantengeschichten. Bin ich nicht unbedingt ein Fan von. Ich mag es lieber, wenn man es irgendwie bodenständiger durch Technologie lösen kann. Ist meiner Meinung nach immer die bessere Methode. Da Psi-Mutanten, das hat immer so Superhelden, das wird schnell beliebig und ja, bin ich nicht so unbedingt der Fan von. Also es ist natürlich, glaube ich, immer der einfache Ausweg als Schriftsteller, da so ein Mutant was irgendwie rumspringen zu lassen, Gedanken lesen zu lassen. Meiner Meinung nach sollten die Helden sich das ein bisschen mehr erarbeiten, von mir aus auch durch technische Möglichkeiten, durch Intelligenz, durch Gewitztheit. Durch einen Triff, durch eine List oder einfach durch Können, durch Fähigkeiten. Genau. Ja, Medizin, Genetik, Biotechnik, ja gut, Organtransplantation, Transgene, geklonte Menschen, Unsterblichkeit, auch ein bekanntes Thema, auch bei Perirodan versehen. Ja, genau. Das sind so im Prinzip die Dinge.
Ja, genau. Falls euch solche Dinge interessieren, gefallen, gut. Ich schreibe ganz gerne Far Future, also meine Geschichte, der Alpha Centauri Aufstand, der spielt halt im Jahr 4700 noch was. Die Menschheit hat natürlich Zeit gehabt, sich ein bisschen zu entwickeln. Es gab Kontakt zu Außerirdischen, die dann auch entscheidend mit dafür waren, wie sich die Welt entwickelt hat. Sie haben ein bisschen mitgeholfen, ein bisschen mit eingegriffen. Ja, wenn euch sowas interessiert, es ist auch ein Touch von Military Seth, zumindest im ersten Roman drin. Wie gesagt, um den Alpha Centauri Aufstand, das ist natürlich dann ein Aufstand, eine kriegerische Auseinandersetzung, eine Rebellion oder ein Aufstand, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Ja, hat auch einen Touch Military Seth. Inquisition ist dann so eine Art Gerichtsgeschichte, geht ums Thema Schuld, hat was Philosophisches, hat noch deutlich mehr Aliens drin. Also die Hünen, also das eins der Völker, die im ersten Kapitel im Vorspiel, im Prolog vorkam. Ja, die haben dann eine etwas größere Rolle. Genau. Exil, da sind wir auf der Welt der Hünen abgestürzt und müssen uns da halt durchschlagen. Wir erfahren noch so ein bisschen was über die Hünen natürlich halt und über das Feld der Vishnu und über unseren Zwerg, den ich jetzt nicht töten werde, weil der ein wichtiger Charakter ist. Ja, kommen wir zum Thema Testleser. Aber ja, in dem Sinne. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, mein Monolog hat euch ein bisschen gefallen, hat vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ja, zum Thema Periodern, Fantasy. Also das ist natürlich, ja, ist halt schwierig. Also ich denke, es ist auch so ein Thema, was natürlich halt Science Fiction lebt natürlich auch vom Reiz des Gedankenexperimentes, vom Reiz der Fremdartigkeit, der Exotik und hat natürlich die Gefahr, wenn es null, also die Entfernung zum normalen, die räumliche und zeitliche Entfernung oder technologische, gesellschaftliche Entfernung zum Jetzt hier, zum Punkt, wo ich stehe oder man steht. Das Interessante ist natürlich, dass es ein bisschen Entfernung ist, ist natürlich die Frage, wie weit entfernt sich das? Und irgendwann wird es so unverständlich, dass man die Leute auch sagen, aussteigen, okay, das gehört jetzt ins Reich des Fantastischen und da bin ich dann raus. Gut, das ist immer eine Gratwanderung. Da gibt es Vorlieben. Manche mögen es lieber etwas bodenständiger, manche lieber total abgefahren. Ja. Zum Beispiel unseren letzten Roman, ich weiß gar nicht, ob ich ihn irgendwo liegen habe. Ja. Was vorkommt, ist zum Beispiel halt eine Schnecke, die irgendwie Symbole über den Kopf projiziert und damit kommuniziert, ist ein klassisches Science-Fiction-Thema. Also das Thema, wie kommuniziere ich mit Wesen, die nicht sprechen können? Klassisches Science-Fiction-Thema. Hat natürlich auch noch ein paar andere Elemente drin. Ja. Gut, okay. Ja, damit habe ich den Bogen zu Periode angeschlagen. Ich habe euch schon eine Menge erzählt. Also ich finde es immer ein toller, umfangreicher Kosmos, der halt wirklich auch jedem was bietet. Von ganz bodenständig bis ganz abgefahren. Je nach seiner Lieblingsepoche. Es gibt Zyklen, die mag man. Es gibt Dinge, die mag man. Manche mögen auch Military SF. Gab es zwischendurch bei Periode auch nicht zu knapp. Technologie könnte auch ein bisschen mehr sein. Das Exotische mag ich gerne. Das kommt, glaube ich, im Moment recht häufig vor. Höhere Mächte, halt so der Kampf Gut gegen Böse, Chaos gegen Ordnung. Ja, sind auch so große philosophische Themen. Mag auch nicht jeder. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, entlasse ich euch in den Abend. Genießt sie noch. Habt einen schönen Abend. Und ja, wenn ihr noch Anregungen habt, schreibt es unten drunter in die Kommentare. Dann können wir bestimmt noch ein Thema dazu finden. In dem Sinne, macht's gut und noch einen schönen Abend.